Hallo Freunde des Stroms, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch einmal die Frage klären, warum man eine Gasheizung nicht an einer Powerstation betreiben kann, ohne hier gewisse Umbauarbeiten zu bewerkstelligen bzw. machen zu müssen. Die Frage hat mir irgendwie keine Ruhe gelassen und dann habe ich mich mit dem Kollegen Martin Funkenschuster unterhalten, also wir telefonieren ja ab und zu miteinander und dann haben wir in einem netten Gespräch, haben uns das einmal ein bisschen getüftelt und dann hat er mich auf eine Idee gebracht und ich habe ja hier diesen Gasheizer von der Firma Rinko, das ist so ein Baustellenheizer. Und da habe ich mir gedacht, hey, den schaust du jetzt einmal an. Habe mir den angeschaut und kann euch jetzt praktisch zeigen, warum es nicht funktioniert und möchte es mit euch auch nochmal schnell erarbeiten. Und das muss uns auch wirklich mal in der Praxis anschauen. Und ich glaube, dann wird vielen einiges klar. Jetzt möchte ich mit euch schnell mal die Funktion von dem Gasheizer im ganz normalen Baustellenbetrieb einmal schnell durchspielen. Das heißt, ich hänge jetzt hier an meiner Musterwand, Strom ist drauf, habe hier an der Steckdose angesteckt und ich habe hinten einen Schalter für Heizen und einmal für Lüften. Ich stelle jetzt einmal auf Heizen und jetzt läuft das ein ganz normales Programm ab. Das heißt, 5 Sekunden zünden, also er zündet jetzt, gibt dann ein Gas frei und dann wird quasi die Flamme entzündet über diesen elektronischen Zünder. Und dann müsste eigentlich der normale Betrieb vonstatten gehen. So, er hat jetzt gezündet. Ah, wird schon warm. Gut. Das ist jetzt der ganz normale Baustellenbetrieb. So, jetzt schalten wir schnell aus. Jetzt mache ich einmal eins und das ist mir nämlich oft auf der Baustelle auch passiert. Ich gehe jetzt her und drehe jetzt einmal den Schuko-Stecker um. So, das heißt, ich vertausche jetzt Neutralleiter und Phase. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal. Das lassen wir noch mit zünden. Und jetzt passt sie mal auf, was er jetzt macht. Was ist jetzt los? Das war das oft, wo ich das Problem gehabt habe auf der Baustelle. Also er zündet durch, die Flamme kommt und er brennt ganz normal dahin. Möchte aber weiter zünden und hört halt dann einfach nach einer gewissen Sicherheitszeit, das sind bei dem jetzt 5 Sekunden, hört er einfach auf. So, warum? Das ist jetzt mal die große Frage. Er geht dann auf Störung, hier an dem Honeywell TFI 812.2 Modell 5, also an diesem sogenannten Gasfeuerungsautomaten, ist dann hier der Reset-Knopf und er zeigt mir jetzt sozusagen Störung an. So, und das ist jetzt die Frage, was ich mir gestellt habe. Ja, warum zeigt er mir jetzt auf einmal Störung an? Wechselstrom ist doch Wechselstrom und wo die Phase sein soll, sollte eigentlich egal sein. Dann habe ich mir, hat sich der Papi auf den Arsch gesetzt und hat sich hier einmal von dem Hersteller, das ist Satronic, Honeywell Company, also gehört zu Honeywell, habe ich mir jetzt diese komplette Betriebs- und Bedienungsanleitung von diesem Gasfeuerungsautomaten heruntergeladen, also gesucht, runtergeladen, ausgedruckt. Und dann habe ich mir hier das Ganze mal komplett einverleibt. Also, bei dem Gerät ist folgendes, also bei diesem Gasfeuerungsautomaten ist folgendes Problem. Er braucht sozusagen ganz blöd gesagt L auf L und N auf N. Also er braucht eine definierte Phase und einen definierten Neutralleiter. So, und das steht auch hier irgendwo drin. Jetzt muss ich mal schnell spicken. Die Flammenüberwachung mit der Ionisationssonde ist nur in Netzen mit geerdeten also Nullleiter möglich. Das ist jetzt der Kernsatz. Schaut's her. Ihr könnt es euch gern runterladen. Und das heißt, dieser Gasfeuerungsautomat braucht sozusagen ein TT oder ein TN-Netz, damit er arbeiten kann. So, und jetzt ist natürlich die Frage, warum? Und das hat mir keine Ruhe gelassen, bis ich es rausgefunden habe. Also habe ich natürlich ein bisschen gespielt. Powerstationen, wisst ihr, habe ich ja von der Firma EcoFlow. Dann habe ich mir hier noch den Frequenzmesser von Martin Funkenschuster noch angestöpselt und bin einfach hergegangen. Eingeschalten ist schon alles und habe das einfach mal durchprobiert. So, ich tue jetzt nochmal resetten. Machen wir nochmal schnell den Ablauf und dann zeige ich euch, was ich rausgefunden habe.
Also ihr wollt jetzt eure Gasheizung Notstrom versorgen, steckt die einfach an der Powerstation an. Ihr wisst ja, haben wir ja schon oft nur gehabt, wir haben ein IT-Netz. Die Gasheizung zündet, brennt durch, also fängt das Laufen an. Und jetzt versucht er die ganze Zeit zu zünden, die Sicherheitszeit, und schaltet ab. Weil das Problem ist ja, durch diese Ionisationssonde, die Elektronik sieht ja die Flamme nicht, wie bei einer optischen Flammenüberwachung, sondern er misst die Flamme raus, und da müssen wir jetzt ganz kurz schnell ein bisschen in die Theorie einsteigen. Als Elektromeister muss man ja nicht alles wissen, aber man muss halt wissen, wo man nachschauen kann, beziehungsweise wo man sich mal schlau machen kann. Und unser Internet ist ja da recht großzügig. Also, jetzt passt's auf. Ich habe mir da ein paar Informationen rausgeschrieben, wie jetzt diese Ionisationssonde funktioniert. Und das hat mit dem Gas zu tun. Jetzt passt's auf. Gasflamme aufgrund ihres Wasserstoffgehalts elektrischen Strom leitet. Also das heißt, die Gasflamme leitet wegen dem Wasserstoff den elektrischen Strom, und das machen wir uns zunutze. Das heißt, hinten in dem Gasbrenner haben wir quasi einen Kontakt angeschlossen, und hier vorne haben wir diese, ich kann das Wort bald nicht mehr aussprechen, Ionisationssonde. Das heißt, zwischen den beiden wird das Gas, also strömt das Gas und dann die Flamme. Und da ist jetzt so, der Brenner nach der Gasfreigabe zündet, funktioniert die Zündung wie ein Schalter. Das heißt, es wird eine Wechselspannung von der Steuerung aufgeschlagen zwischen dem Gehäuse und zwischen dieser Ionisationssonde. Und diese Wechselspannung erzeugt natürlich auch einen sogenannten Wechselstrom. Da fließt ein ganz leichter Strom drüber im Mikroampere-Bereich. Und das steht zum Beispiel hier, das muss ich gerade schnell hin und her blättern. Tut mir jetzt leid, dass es ein wenig chaotisch ist, aber ich sage, ich habe so viele Infos im Schädel, gerade im Moment, und ist ja nicht mein Hausgeschäft, irgendwie mit Gasanlagen. Genau. Also, mindesterforderlicher Ionisationsstrom 2 bis 3 Mikroampere braucht er sozusagen, dass er die Flamme sieht. Und der muss hier fließen. Und der Punkt ist jetzt folgender. Es wird quasi eine Wechselspannung beaufschlagt zwischen 20 bis 75 Volt, so im Schnitt, sagen wir jetzt einmal. Und die wird quasi über den Gasstrahl, also über die Flamme geschickt. Und dadurch wird es im Endeffekt bewirkt, dass die Protonen und die Elektronen gezwungen werden Richtung dieser Sonde. Die werden quasi Richtung dieser Sonde gedrückt. Und das Gas hat auch noch einen sogenannten Gleichrichtereffekt. Das heißt, aus dieser Wechselspannung bzw. aus dem Wechselstrom wird ein Gleichstrom. Und das erkennt die Steuerung. So die Theorie. Das heißt im Endeffekt, das Gas, also die Flamme, funktioniert wie ein Schalter, und anhand dieses Schalters weiß die Steuerung, aha, jetzt brennt quasi, also meine Flamme brennt, und ich kann das zweite Magnetventil aufmachen und kann quasi auf normalen Nennbetrieb gehen. Diese Zeit ist jetzt bei dieser Steuerung genau 5 Sekunden, weil es soll ja nicht hier Gas ausströmen in einem Raum oder auf der Baustelle und quasi hier explosionsgefährdende Gemische hier verursachen. Also habe ich mir gedacht, okay, kein Problem, Klugscheißerit, das habe ich ja erfunden sozusagen. Und wir haben ja schon mal über das Thema geredet, also habe ich ja sogenanntes Adapterkabel. Bin ja nicht der Erfinder von dem Adapterkabel, aber das wäre halt meine Lösung, quasi hier uns ein Adapterkabel zu basteln, wo aus einem IT-Netz ein TN-Netz zum Beispiel macht, mit dieser Brücke, wo der Neutralleiter und der Schutzleiter sozusagen gebrückt sind. Damit definiere ich mir einen Neutralleiter und einen Außenleiter, also einen L. So, es gibt, sage ich jetzt mal, drei Lösungen, wie man an die Sache dann rangeht, dass das funktioniert. Lösung 1 wäre zum Beispiel, ihr nehmt euch einfach eine Batterie, einen ganz normalen Wechselrichter. Der Wechselrichter zum Beispiel jetzt von der Firma Victron Energy, muss ich jetzt sagen, oder einen anderen Hersteller, wo man halt hier diese Brückerei machen kann. Und wir laden die Batterie einfach über ein Ladegerät, dann haben wir gar keine Probleme. Lösung 1. Lösung 2, wir verwenden hier diese Adapterkabellage. Haben wir halt das Problem, dass zum Beispiel die Powerstation von EcoFlow und andere Powerstationen hier das Netz ja durchschalten und erst dann das IT-Netz erzeugen, wenn wir quasi keinen Netzstrom haben. Also müssen wir hier aufpassen mit dieser Brückerei,
weil sonst schießt uns entweder die Powerstation bzw. der Fehlerstromschutzschalter in der Anlage fliegt. Möglichkeit 3, wir arbeiten mit einem Trenntrafo. Das hat da zum Beispiel der Martin Funkenschuster, ja auch schon mal erläutert. Ich knalle euch das Video mal unten rein. Hochinteressant, da macht er quasi die Lösung, die saubere Lösung mit dem Trenntrafo, da man sagt, okay, man nimmt die Leistungsdaten von der Gasheizung auf und macht halt quasi diese Brückerei nach dem Trenntrafo. Also es ist komplett egal, mit welchem Netz ich vorne reinfahre. Dem Trenntrafo ist es ja komplett wurscht, solange die Spannung passt. Und kann mir hier quasi für meine Heizung einen kleinen Trenntrafo hinstellen, das alles machen und dann wäre die Sache erledigt. So, das wären jetzt mal die drei Lösungen. Mich hat es aber immer noch interessiert, warum? Weil dieses, wie ein kleines Kind, wie meine Tochter zurzeit, die hat jetzt die Phase, ja, warum? Ja, dann erklärst du sie, warum? So, und das machen wir heute auch einmal, das Spiel. Und deswegen baue ich jetzt das Ganze mal schnell auf mit unserem Brückenkabel, dass wir hier quasi in dem normalen Betrieb wieder funktionieren würden. Und dann schauen wir es uns einmal ganz genau an. So, wir schauen jetzt hier auf die Seite von meinem Heizer. Und hier ist quasi die Zündelektrode und hier ist diese Messelektrode, diese Ionenaustauscher, Kernfusionsfluxkompensator. So, jetzt ist meine Idee, wir schauen uns jetzt einmal an, ob da wirklich Strom drüber fließt. Also schraube ich die jetzt schnell auf. Und das gute Stück, gut ist ja, das kann ich jetzt bei mir machen. Und brauche ich nämlich keine Angst haben, weil mir gehört ja der Heizer. So, also ich schraube jetzt den hier einfach mal locker. Trenne die zwei Anschlüsse und dann hängen wir da einfach mal ein knuffiges Messgerät dazwischen. So. Na komm her. Papi wieder mit seinen Klopfoten. So. Fragt mich jetzt bitte nicht, aus welchem Material das ist. Keine Ahnung, aber ich vermute mal Wolfram oder irgend sowas, weil es ja hitzebeständig ist. So. Kann man handfest schrauben. So, jetzt nehmen wir die zwei. Dann hole ich mal schnell zwei Messstrippen. So. Es hat ja geheißen, wir müssen Mikroampere messen. So, schauen wir mal. Dann gehen wir jetzt da her. Schauen wir natürlich, dass wir die Zündelektronik nicht erwischen, weil sonst scheppert es in der Kiste. Dann machen wir uns hier noch was. Da mache ich jetzt noch schnell ein Klebeband drüber. So. So, lala. Also Messaufbau fachkundig erledigt. So, jetzt brauchen wir noch ein Messgerät. Und da kann ich jetzt auf das Feinste zurückgreifen vom Peter. Der hat mir ja da was geschickt. Und ich kann das Metrahit IM eDrive verwenden. Ein bisschen zum Spielen. Also anscheinend war ich doch ein ganz lieber, braver Markus. Und dann schauen wir mal, ob wir da einen Messwert rauskriegen. Dass wir uns das einmal anschauen können. Jetzt müssen wir den Saustall schnell einmal aufräumen. So, jetzt passt auf. Dann müssen wir jetzt auf 1 Ampere gehen. So, dann haben wir da Com. Da Ampere und der hat eh schon, der fängt eh mit Mikroampere an. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir gleich einmal los. Eingeschalten ist alles, also wir gehen jetzt einmal in den normalen Heizbetrieb. Oder ich zeige es euch in die Kamera, ist glaube ich schöner. So. Also, die Sonde, das Gas schließt jetzt quasi den Schalter und es fließt jetzt ein Strom, sagen wir jetzt einmal von 20 Mikroampere, oder? Genau. So,
Also das ist jetzt quasi das Schalten, dass die Steuerung sieht, okay, die Flamme brennt. So. Also habe ich das System schon mal verstanden. Jetzt hat sich aber meine Frage oder unsere Frage immer noch nicht geklärt, warum braucht jetzt das mit dem Netz? So, und jetzt habe ich mir noch einen Adapter gebaut, den schließen wir jetzt schnell dazwischen. Ich habe mir jetzt nur mehr so einen kleinen Adapter gebastelt. Das heißt, ich habe jetzt hier zweimal diese CE-Caravan-Stecker genommen, habe mir hier drei 1,5 Adern Litzen nochmal durchgeschliffen, dass ich die auftrennen kann und mit denen messen kann. Weil was mich nämlich interessiert hat, war ja Folgendes. Also das Zünden haben wir durch, wir wissen, Powerstation, IT-Netz funktioniert nicht, bla bla, lieber Kassel, aber warum? Und die Frage kann ich euch ganz einfach erklären. Jetzt passt mal auf, wir starten jetzt den Heizer nochmal. Schadet eh nicht, weil da wird es ein bisschen warm in der Werkstatt. So, weil Frequenz passt, Spannung passt, es passt alles. Gut, wir sind jetzt gebrückt, aber ich muss nicht warten, bis er startet. So, also er läuft ganz normal, es funktioniert alles wunderbar. So, warum hat der diesen geerdeten Neutralleiter? Also bin ich mal hergegangen und habe mal ganz einfach was probiert. Ich habe mir jetzt einen Schutzleiter mal aufgemacht. Jetzt habe ich drei Fragezeichen im Gesicht gehabt, wie ich das ausprobiert habe. Was ist jetzt los? Also ich mache den Schutzleiter auf und er geht aus. Also braucht er den Schutzleiter und macht irgendwas über den Schutzleiter. Und das schauen wir uns jetzt an. Also bin ich jetzt hergegangen und habe mir in den Schutzleiter nochmal mein Ampermeter gehängt, sozusagen. Und jetzt starten wir die ganze Kiste nochmal von vorn. Jetzt passt es einmal auf. Ja, ist jetzt wegen. Also, wir haben jetzt im Ruhezustand, muss ich schnell schauen, einen Wert von 0,07 Mikroampere. Das ist also gar nichts. So, jetzt tue ich mal den Reset-Knopf drücken. Und jetzt lasse ich ihn starten. Und schaut's her. Wohlgemerkt, wir messen im Schutzleiter, gell? Wir haben doch vorhin 20 Mikroampere an der Sonde gemessen. Also anscheinend benutzt er den Schutzleiter, um hier 20, 21 Mikroampere drüber zu schicken. Und deshalb brauchen wir dieses Netz mit der Erdverbindung. Und wie ich das gemessen habe, bing, hat der Papi hier oben. Licht des Wissens. Also, und da ist mir dann aufgefallen, aha, okay, jetzt habe ich es verstanden. Der braucht den Schutzleiter als Rückleiter für diesen Ionensondenstrom. Sonst funktioniert es nicht, weil die Elektronik, also die Gas... Ach, Papi, was hast du denn heute schon wieder für ein Mundfasching? Der Gasfeuerungsautomat benutzt den Schutzleiter. Und auf das musst du erst einmal kommen. So, also. Und das ist jetzt auch der Grund, warum wir mir im IT-Netz keine Gasheizung betreiben können. Weil die ganz normalen Netze, was wir ja haben, also hier bei euch zu Hause, überall, die ist ja einmal das TT- und das TN-Netz. Jetzt einmal ganz vereinfacht erklärt. So, ich blende euch jetzt hier mal die Trafostation ein. Und da sieht man, dass der Sternpunkt... Der sogenannte, also der Mittelpunkt, ja, Sternpunkt, Mittelpunktsleiter, keine Ahnung, dass der ja mit Erdreich verbunden ist über den sogenannten Betriebserder oder Anlagenerder. So, das heißt, wir haben quasi den N mit Erdreich verbunden und dann bekommen wir halt im TT-Netz zum Beispiel
einen Neutralleiter geliefert, also die drei Außenleiter L1, L2, L3 und den Neutralleiter. Oder im TN-Netz bekommen wir L1, L2, L3 und den PEN-Leiter geliefert. Dann gehen wir in den Hausanschluss rein, in die Verteilung. So, das heißt, der Strom über den Schutzleiter fließt sozusagen zum Neutralleiter zurück. Und das ist der Punkt, warum es mit den Powerstationen nicht funktioniert, ohne dass wir entweder mit Adapterkabel oder mit einem Trenntrafo arbeiten. Wir müssen sozusagen einen sogenannten messtechnischen PEN-Leiter kreieren und dann würde die ganze Sache funktionieren. So, auf den Schock habe ich mir jetzt gleich mal einen Kaffee verdient. Und ich hoffe, meine lieben Freunde des Stroms, damit konnte ich nochmal die Augen öffnen. Was heißt die Augen öffnen? Euch das Wissen ein bisschen rüberbringen und euch das praktisch einmal zeigen, warum das so ist. Und jetzt, glaube ich, versteht man es auch besser, was man hier machen muss, beziehungsweise was halt dann euer Elektriker machen muss. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, Notstromversorgung für die Heizung. Verlinke ich euch auch nochmal unten, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen für eure Elektriker, dass die das dann quasi machen können. Da müsst ihr aber bitte berücksichtigen, bei meiner Lösung ist es so, dass man die Powerstation nicht gleichzeitig am Netz laden kann, weil sonst passiert ja das, dass entweder die Powerstation Schaden nimmt, beziehungsweise dass der vorgezogene Fehlerstromschutzschalter dann auslöst, weil wir ja hier mit einer Brückerei arbeiten. Andere Lösung, wie schon gesagt, wäre der Trenntrafo zum Beispiel oder es gibt natürlich auch andere Powerstationen, die keine direkte Verbindung zum Netz haben, wo hier über ein Netzgerät oder ein Ladegerät gearbeitet wird. Ich hoffe trotzdem, es war interessant für euch, hat euch Spaß gemacht und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in den nächsten Videos wiedersehen. Euer Markus von Freunde Stroms. Servus, pfiat euch.